Damit setzten die Münchner ein klares Zeichen. Und zwar ein Zeichen gegen die anti-islamische Bewegung Pegida. Rund um den Sendlinger Torplatz kamen 18.000 bis 20.000 Menschen, um gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus und rechter Gewalt zu protestieren. Wir alle hier, Christen, Juden, Muslime, Menschen anderer Religionen oder ohne Religion, sind heute hier, weil wir Münchnerinnen und Münchner sind. Weil wir als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt heute aufstehen. Wir stehen auf gegen den Versuch, Konfrontation und Konflikte herbeizureden. Konflikte herbeizureden, die es so nicht gibt. Worte, meine Damen und Herren, vergiften das Klima derzeit. Die bereits dritte Gegenkundgebung stand auch im Zeichen der Terroranschläge der vergangenen Woche. Ein breites Bündnis aus Organisationen, Religionsgemeinschaften und Parteien setzten mit der Demonstration auch ein Zeichen der Trauer um die Opfer der Pariser Anschläge. Diese Anschläge, die waren nicht nur Anschläge auf die Meinungsfreiheit, es waren auch Anschläge auf unsere offene, auf unsere vielfältige, auf unsere demokratische Gesellschaft. Angesichts dieser Umstände ist es schwer geworden, ein Muslim zu sein. Diese Lebenswirklichkeit bedrückt uns Muslime und gibt Anlass zur Sorge. Populisten wie Pegida reiben sich bereits die Hände, um diesen Anschlag für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Genauso ist es mit Gewalttätern, die den Islam für ihre abscheulichen Taten instrumentalisieren. Hören wir auf, die Pariser Täter als Islamisten zu bezeichnen oder ihre Taten im Kontext von Religion zu beurteilen und damit das Bild des Islams weiterhin negativ zu prägen, sondern nennen wir sie beim Namen Terroristen. Ich danke euch allen, dass ihr heute wieder alle hier wart und so ein unglaublich stolzes, so ein unglaublich tolles Zeichen gesetzt habt hier in München. Für München ist bunt. Ich bin stolz, Oberbürgermeister von München zu sein. Unterdessen sammeln sich auf der Trambahninsel gegenüber des Sendlinger Torplatzes allmählich die Teilnehmer der Pegida-Bewegung. Die Polizei hat das Areal mit Sperrgittern abgeriegelt. An manchen Stellen kommen sich die gegnerischen Lager bedrohlich nahe. Provokationen von beiden Seiten, die Polizei geht nur zögerlich dazwischen, um die Stimmung nicht weiter anzuheizen. Um 18.20 Uhr zeigt Pegida sein wahres Gesicht. Ein Mob aus rund 100 Rechtsradikalen zieht von der Nussbaumstraße auf das Areal. Der bekennende Neonazi Philipp Hasselbach hat Unterstützerkräfte aus Dortmund mitgebracht. Kurz vor 19 Uhr brodelt hier die Stimmung langsam über, denn in wenigen Minuten soll der Pegida-Marsch durch die Sonnenstraße losgehen. Bis zur Bayerstraße hat die Polizei alles abgesperrt. Entsprechend kann man sich vorstellen, warum hier 800 Polizisten im Einsatz sind. Die Aufgabe der Polizei ist hier, für das Grundrecht der Versammlungsfreiheit einzustehen. Das heißt, wenn jemand eine Versammlung anmeldet, die genehmigt ist, also nicht verboten ist, dann haben wir dafür zu sorgen, dass das hier versammeln kann, friedlich, ohne Gewalt. Um 19 Uhr zieht der Pegida-Marsch über die Sonnenstraße los in Richtung Stachus. Begleitet von einem gellenden Pfeifkonzert der tausenden Gegendemonstranten, die sich entlang des Weges positioniert hatten. Der Pegida-Marsch hat sich in Bewegung gesetzt, die Sonnenstraße entlang. Die Trambahngleise sind quasi die Absperrung. Hier hat die Polizei eine Pufferzone eingerichtet, damit sich rechtes und linkes Lager nicht in die Quere kommen. Auf Höhe der Landwehrstraße dann die ersten Handgreiflichkeiten. Vermummte Linksextreme versuchen mit aller Gewalt die Polizeisperre zu durchbrechen. Eine Einheit des Unterstützungskommandos hat alle Hände voll zu tun, das Versammlungsrecht zu schützen. Der Zugweg wurde leider mehrfach versucht, dass er unterbrochen wird, wurde gestört. Man hat versucht durchzubrechen durch die Sperrung. Es hat einige Pyrotechnik gegeben, Knaller und Rauchkörper, die auch gegen Demo-Teilnehmer, gegen Polizeibeamte eingesetzt wurden. Und leider haben wir auch wieder einige Angriffe gegen Polizeibeamte. Nach etwa 20 Minuten ist der Pegida-Marsch an der Kreuzung Sonnenstraße und Bayerstraße angekommen. Hier beginnt die Schlusskundgebung. Mittlerweile geht die Polizei von 1.500 Pegida-Teilnehmern aus. Auch hier versuchen erneut Linksextreme, die Polizeisperre zu durchbrechen. Während Michael Stürzenberger, Chef der vom Verfassungsschutz beobachteten Partei Die Freiheit, die Turnanlage aufbaut, plant die Polizei bereits, wie sie die Pegida-Teilnehmer aus diesem München ist Bundkessel später herausführen kann. Das ist die nächste Aufgabe, die wir haben. Wir schreien zwar alle im Umfeld, haut ab, aber niemand lässt die Leute gehen. Da müssen wir schauen, dass wir die Leute rausbringen, dass sie sicher den Versammlungsort verlassen können. Da schauen wir jetzt, ob wir irgendwo einen Weg freimachen müssen oder ob es über die U-Bahn geht. Das klären wir jetzt dabei. Da hoffen wir, dass die Leute vernünftig sind. Sie haben einen Protest kundgetan und jetzt soll es friedlich zu Ende gehen. Über die Stachuspassagen werden die Pegida-Teilnehmer schließlich vom Versammlungsort geführt, auch hier unter massiver Begleitung durch Polizeieinheiten. Es sind aber auch natürlich Verkehrssicherungskräfte dabei gewesen.
Wir hatten hier eine geschlossene Einheit, wir sind eine Einsatzhundertschaft, aber auch USK, die brauchen wir natürlich auch für so einen Einsatz. Haben aber auch Gesprächsbeamte eingesetzt, das heißt, wir haben die ganze Palette gezogen, das Gespräch gesucht, Vernunft gesucht, haben die auch vielfach gefunden. Aber bei einigen Leuten müssen wir auch leider hier mit diesen Einheiten rangehen. Fazit der Polizei: 5 Pegida-Teilnehmer und 8 Gegendemonstranten mussten festgenommen werden. 5 Polizisten wurden durch Tritte und Schläge leicht verletzt.